kennen ja wahrscheinlich die allermeisten, die irgendwie in ihrer Kindheit mal am Speicher gestöbert haben, oder? Da gibt es diesen Moment, wo dann irgendwie durch die Dachhaut so das Licht reinfällt und man so im Halbdüsteren nach Dingen stöbert, die so Erinnerungen auch wachrufen. Und im Endeffekt ist das, was wir hier machen durften, ein Stück weit ein gelebter Kindheitstraum. Es gibt Freibereiche, Einschnitte in das Dach, Teile, wo das Dach zurückspringt, Teile, wo sich das Dach nach außen öffnet, in der Hoffnung, dass die Leute, die da wohnen unter diesem Dach, tatsächlich dann auch viel Spaß damit haben. Ich habe immer von so einem Chamäleon gesprochen, ja, was sich da versucht, eigentlich in diese Stadtstruktur einzuführen, ohne da die erste Geige spielen zu wollen. Das Gebäude will auf seine Art eigenständig sein, will auf der anderen Seite sich aber in das Stadtgefüge einfach integrieren. Für uns war aus dem Entwurfsprozess heraus entscheidend, dieser Dachhaut einen Eindruck zu verleihen, der, sagen wir mal, homogen ist, der in der Lage ist, die unterschiedlichen Neigungen und Flächen zu vereinen. Eine Idee dafür letztendlich umzusetzen, die man, sagen wir mal, als etwas Reptilienhaftes oder Schuppenartiges verstehen kann. Und in dem Sinne waren wir über die Möglichkeiten und Eigenschaften, die auch Prefa ins Spiel gebracht hat, angetan und haben das gerne mitbegleitet. Wir sind tatsächlich in wichtigen Phasen der Entstehung vor Ort mit der Firma Traub, die ja Subunternehmer der Firma Geiger dieses Dach dann letztendlich realisiert hat, in engem Kontakt gewesen. Und beide, sowohl die Firma Geiger als auch die Firma Traub, haben sich letztendlich eben der Ideen, die wir ja versuchen hauptsächlich zu transportieren, mit großem Ernst und großer Begeisterung angenommen und haben in dem jeder für sich Hervorragendes geleistet. Wenn Sie solche Dinge, die wir gemacht haben, die man jetzt auch lesen kann, an der Fassade, an dem Dach durchbringen wollen, dann müssen Sie auch auf einer Ebene dem Bauherrn natürlich einen Mehrwert liefern. Also, es ging ja vielleicht auch anders. Und der Mehrwert ist, eine wirtschaftliche Lösung zu finden, auf der anderen Seite etwas zu finden, was der Stadtgestalt nicht entgegenläufig ist. Und dieses Waggonspiel zwischen diesen beiden, die jeweils aneinander zerren, ist es, was uns jeden Tag Spaß macht, hier reinzukommen.